the disappearance of Thomas Kane, the only son of the famous Kane illusionist, still hasn't been solved by Scotland Yard. 10-year-old Emma, intrigued, is determined to investigate. As Emma walks the streets of London towards the mansion, a carriage passes her at full speed. And a teddy bear falls out of the window, unexpectedly. Fenton, the teddy bear, jumps onto his feet and sets off in pursuit of the vehicle. Without thinking twice, Emma joins the race, launching after him. After crossing the manor's entrance gate and gardens, they finally reach the heavy entrance door. Und nach diesem wunderbaren Intro, ja, bleibt mir eigentlich kaum noch was zu sagen, außer herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, heute mit Tandem, A Tale of Shadows. Ja, und der Erzähler hat mir quasi extrem viel Arbeit erspart. Also ich muss gar nicht mehr euch erzählen, dass es hier sich um einen Puzzle-Plattformer handelt und dass wir Emma spielen, die mit ihrem Teddybären Fenton das Geheimnis um das Verschwinden des berühmten Magiers Thomas Kane ja lösen möchte. Ja super, spare ich mir doch einfach die Vorrede und ich kann sofort in das Spiel einsteigen. Und nicht vergessen, das ist eine Gratis-Demo im Rahmen der Steam-Spielewoche, die noch bis zum 22. geht. Also flinke Füßchen, flinke Fingerchen und einmal selbst die Demo runterladen und selber spielen. Und wie immer, ich versuche, naja, wenn möglich, die Demo nicht komplett durchzuspielen. Heißt also, ihr könnt hier ein bisschen zugucken und dann schnell rüber runterladen, selber spielen, selber Spaß haben und euch vor allen Dingen selber ein Bild machen von den neu erscheinenden Spielen. Und davon sind es, ich glaube, um die 100. So, aber jetzt genug gequatscht. Ich drücke jetzt einfach mal Play. So, Upside Down. Oh, interessant. So, wir sind im Garten und ja, drunter oder drüber oder was oben ist es unten? Ich bin gespannt. Was? Der Bär läuft an der Wand. Warum erinnert mich das gerade so hart an Alice? Ich bin mir unsicher. Schmiede. So, wir können turnen. Was ist denn hier mit turnen? Ich turne, aber es turnt nichts. Okay, was? Ich kann auch die Bären... Alter. Okay, ich kann auch die Bären spielen. Der Bär macht mal eben das Tor auf. Und jetzt kann ich switchen. Wo ist der Bär? Der Bär war hier, oder? Ja, da steht der Bär. Ich sammle eine leuchtende Fackel. Ja, eine leuchtende Fackel. Genau. Und wenn sie hinter Glas ist, dann nennt man das Laterne. Oh Mann. Okay. Wir sollen jetzt hier mit dem... Das ist ziemlich geil gemacht. Oh mein Gott. Oh, sieht das gut aus. So. Hey, der Schwede, der lenkt sich ein bisschen. Muss man sich jetzt ein bisschen dran gewöhnen? Wir könnten jetzt wieder switchen. Achso, ich muss soliden Untergrund haben. Alter, was? Ich muss anscheinend darüber. Ach, hier ist ja auch... Ich bin so intelligent. Ach ey, manchmal habe ich vor mir selber Angst. Es ist schrecklich. Es ist eine Bürde, mit der ich leben muss. Und ihr anscheinend auch. So, wir haben einen Kristall gefunden. Das war schon.
Okay, na gut, ja, ja. Eine Tür, ein Knopf. Interessant. Vielleicht hätte ich einfach noch mal ein bisschen mehr erkunden sollen. So, wir sollen öffnen. Die Tür fährt herunter. Große Frage, ist es bei Emma immer diese Ansicht und beim Bären immer die Sicht von vorne? So, von der anderen Seite? Ich will jetzt nicht switchen. Ich will mich erstmal umschauen und mich hier so ein bisschen erlaben an dem Level-Design. Ist schon ziemlich geil gemacht. Okay, wir müssen noch rüber. So, wir müssen switchen. Wie kommen wir darüber? Wir brauchen dieses... Was ist das? Ist es wieder so ein Kristallfragment? Was ist so? Keine Ahnung. So, Türchen, öffne dich. Schnell mal rüber gewechselt. Wie kommen wir da hin? Ich glaube nicht, dass wir... Oder schaffen wir den Sprung? Schaffen wir den Sprung? Ich wechsle kurz mal rüber. Wir haben so eine... Alter! Warum springen, wenn man auch laufen kann, nicht wahr? Okay, gut. Okay, gut. Ja, ja, das war's schon. Ich sehe... Okay. Ich dachte, die Level wären deutlich größer. Aber wahrscheinlich... Ja, haben wir jetzt gerade noch so ein bisschen Anfängerschutz. Heißt also, wir lernen ein bisschen die Mechaniken, ein bisschen auch die Optik wahrscheinlich kennen. Bis wohin spiele ich denn... Vielleicht auch nur bis zum Schild. Ja, die Station bis zum Schild, dann habt ihr noch 4 Räume, die ihr dann selbst ausprobieren könnt. Ich glaube mal, das ist eine faire Abmachung, oder? Ich glaube schon. So, wir machen uns mal weiter. Okay, ein Schloss, ein Schlüssel. So, wir sind immer noch im Garten. Okay, Teddy ist... Wo ist Teddy? Da oben sitzt... Was ist das da? Sieht aus wie eine Ratte. Nee, das ist eine Taube. Eine fliegende Ratte. So, ausgezeichnet. Nee, da hinten war nichts. Und immer ist der Weg über solch güldene Rankententakeln irgendwie versperrt. Sehr merkwürdig. Ich drücke den Knopf. Mit einem wunderbaren Quietsche-Entchen quieken. Und so... Wir bräuchten... ja, es wird schon ein bisschen komplizierter. So, Teddy ist da drüben. Ach, die Musik, das ganze Ambiente. Ach, das ist schön. Ach, Mann, ey. Es ist unglaublich, wie viele Demos jetzt gerade irgendwie verfügbar sind. Und ein Spiel ist einfach nur geiler als das andere. Und man lernt wirklich... Keine Ahnung, ich habe... Hätte ich das großartig beachtet, das Spiel? Weiß ich nicht, von der Optik her, aber dadurch, dass es einfach mal eine Demo gibt, dachte ich mir so, yay, komm. Lade ich mir mal runter, gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance. Und da sind wir. Und wir haben Spaß. So, irgendwie, keine Ahnung, ich konnte das Boot jetzt da ins Wasser... Von hier kommen wir bestimmt nicht darüber. Da sind wieder diese geilen Dornen. Ich probier's mal aus. Ja! Alter! Teddy! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ja, nee, das bringt gar nichts. Das bringt null. Kriegen wir aber auch nicht... Oh, was ist das denn? Was war das? Ach, jetzt bin ich wieder am Anfang. Okay, gut. Ja, Y ist Anfang. Also auf meinem Controller. Also oben. Das ist jetzt schon mal eine etwas härtere Nuss hier.
Ich habe jetzt hier diesen Zwerg. Mit dem kann man jetzt irgendwie nicht so großartig was machen. Wir konnten das Boot da ins Wasser kippen. Hier könnten wir weiter, aber hier ist alles versperrt. Nö. Theoretisch müssen wir ja wieder so eine Brücke. Müssten wir wieder eine Brücke schlagen. Wir können aber. Ich bin mir unsicher. Wenn wir uns jetzt hier hinstellen. Wenn wir uns hier hinstellen. Oh. Fenton sitzt im Schatten fest. Wir müssen noch ein bisschen nach oben. Jo, das funktioniert doch. So, dann ist diese Tür geöffnet. Fenton kann gerne. Eigentlich egal, oder? Eigentlich völlig egal. Ich lasse ihn mal hier stehen. Wir müssen nicht wieder komplizierter denken, als es nötig ist. War es das jetzt schon wieder? Oh. Warte. Jetzt. So, Fenton. Dein Auftritt. Sehr schön. Und wir haben den Kristall. Sehr cool. Ein weiteres Puzzlestück auf unserer Suche nach dem Magier. Ich habe keine Ahnung, was anderes kommt mir jetzt gerade nicht in den Sinn. So, schweres Heben. Wir sind immer noch im Garten. D. E. D. Ja, nee, es ist... Hallo, komm, spiel mit mir. Hallo. Ist ein bisschen... Ach Gott, oh Gott. Ist ein bisschen eklig, ist es schon. Definitiv. So, wir haben zwei Knöpfe. Wir haben zwei Knöpfe. Aber das sind doch nur... Huch, was ist das denn? Die sind doch aber nur zum Springen. Okay. Wie... Eine kurze, knäppliche Sekunde. So, wir haben jetzt Zeug und Kram. Wir müssten das Ding theoretisch hier auf den... Schön, diese kleinen Nebensächlichkeiten, dass jetzt hier die Bausteinchen rausfallen. Während wir die Lore hier schieben. So, jetzt... Aber wie zum Geier komme ich da... Wie komme ich jetzt nach da oben? Unser Teddy kann natürlich nur auf einem Knopf draufstehen. Können wir hier die Kleinen? Sind die hier nur Beiwerk? Sind die nur Ablenkung? Kann man sich von denen bekrabbeln lassen? Oder wie sieht's aus? Da komme ich... Oder? Komme ich da rüber? So, nein. Es ist... So geil bunt wie die andere Welt ist von Emma, so cool schwarz-weiß ist die Welt von Fenton. Okay, bitte. Aber der Busch ist noch da. Und das ist Käse. Ah, wir brauchen diese Tür überhaupt nicht. Schon wieder viel zu kompliziert gedacht. Huch, nee, das wollte ich jetzt gerade nicht. Dankeschön. So, dann einmal hier, einmal dorthin, einmal wechseln, einmal wieder zurück. Sehr schön, wieder zurück. Wir holen den Schlüssel. Wir gehen hier wieder zurück. Wir springen da drauf. So, Fenton, mein Freund. Na, kurz weg. Entschuldigung. So, wir stecken den Schlüssel hier rein. Dann müssten wir... Nee, bleiben wir mal so stehen. Das sollte reichen. Das sollte reichen. So, und dann. Schnell hier rüber. Und wir haben den nächsten Kristall. Yeah. Ja, mega gut. Es ist so eine kleine... Es ist eine kleine Gehirnnuss. So, eine kleine Rätselaufgabe. Nummer 5. Rund um den Teich.
So, ich bin gespannt. Immer noch im Garten. Und irgendwie habe ich die Angewohnheit, die doofe Angewohnheit, die wirklich sehr doofe Angewohnheit, alles irgendwie zu verkomplizieren. Es ist so, ja, und wenn es so und so ist, dann muss das ja so und so sein. Und das kann gar nicht sein, sondern das muss dann, das muss dann so sein. Und letztendlich ist es ganz anders. Ja, wie so oft. Viele Sachen zu. So, jetzt sind die Teile weg. Ich muss mich erstmal ein bisschen. Jetzt schlägt der Blitz ein. Die Dinger sind immer noch weg. Okay, gut. Zum Geier ist das hier. Da muss irgendwas Viereckiges anscheinend hin. So, dann haben wir hier drin haben wir noch was. Da müssten wir aber von der anderen Seite anscheinend kommen. Ah. Das finde ich mega merkwürdig. Warum zum Geier kann das kleine Mädchen, ja, mit ihrem wunderschönen Kleidchen einen Heizkessel mit einer halben Tonne anscheinend irgendwie durch die Gegend schieben. So, wir müssten. Machen mal einen auf diesen. Warte. So, wo muss er hin? Da drüben muss er bestimmt nicht hin. Fenton muss. Wo muss Fenton überhaupt hin? Monsieur, en second. Er muss. Er muss eigentlich nur hier hin. Aber wir müssen auch irgendwie hier durch. Wir müssten den Schlüssel besorgen. Und der Schlüssel kommt da drüben rein. Ah, und da drüben ist noch der Knopf. Da drüben ist noch ein Knopf anscheinend. Wir müssen wieder durch. Und der Wagen müsste wahrscheinlich hier hin. Ja, das ist ja. Ja, okay, ne, dann schauen wir doch mal. Wir schauen mal, wie wir es hinschauen. Wie wir es hinkriegen, wie wir es schaffen. Hallo, Herr Kröte, guten Tag. So. Kann er. Ganz doof gefragt. Es wäre auch zu einfach gewesen. Es wäre zu einfach gewesen. Wenn ich den jetzt weiterziehe, dann lande ich irgendwann hier. Jetzt kommen wir so. Und der ist im Schatten. Okay. Aber andersrum. Oder so. Könnten wir dahin, darüber. Oh. Ist zu viel des Guten. Hui. So, könnten wir hier hin. Oder könnten wir hier rauf. So, jetzt sind wir auf dem Knopf. Gut, ja, habe ich wieder richtig. Ja, wie gesagt, das Thema hatten wir ja gerade. Richtig schön kompliziert gedacht. Richtig schön schlecht. So, einmal bitte hier um die Ecke, dann hier auf diesen Knopf, bitte. Dankeschön. Die Tür ist doch dann hoffentlich offen. Können wir hier nochmal wieder raus? Ja, alles funktioniert. Und dann hole ich mir doch mal flugs diesen Schlüssel. Sehr schön. Ja, Fenton, alles gut. Er sieht aus, als müsste er. Als hätte er sich entweder was eingetreten, ist irgendwie im Hundepark quasi in ein kleines Geschenk gelaufen. Oder er müsste aufs Klo. Wer weiß, wer weiß. So. Dann einmal hier hin. Sehr schön. Dann machen wir. Bringt das was? Nö, da rutschen wir sofort wieder runter. Das können wir nicht hochlaufen.
könnten allerdings hier hin. Dann kann man da hoch. Oder kann man auch da hin. So, der nächste Kristall. Richtig geil. So, vorletztes Level. Rotlicht. Kommen wir jetzt langsam in den Kinderfängerring, mit dem auch der Magier irgendwie aneinander geraten ist. Wer weiß. So. Ich erzähl schon wieder Quatsch. Nein, die Lampe. Ich brauch die. Spiegel, mach doch sowas nicht mit mir. Jetzt ist sie... Okay, gut, ja. Dann ist das so. Da drüben... Nee, das ist eine schöne Idee. Sehr gut. Wir müssten aber... Warte, kriegen wir das so hin? Kriegen wir das so hin? Kann er da durch? Nein! Es muss richtiger Kernschatten sein. Reibenkleister. Okay, das funktioniert so nicht. So, jetzt bin ich natürlich ein bisschen... So, kann ich diese Lampe bitte kaputt machen? Brauch die nicht. Muss sie nicht haben. Irgendwas auch nur in der Nähe drauf ist. Sehr merkwürdig. So, ich müsste... ich gebe mich noch mal ein bisschen umschauen. So. Hier hinten. Hier kommen wir durch. Kommen wir hier lang? Da geht's nicht weiter. Und denn hier lang? Was ist das? Wie gut, dass ich den Wagen schon richtig hingestellt habe. Das ist ein Träumchen. Das ist wirklich ein Träumchen? So. Na dann. Mal ein bisschen ziehen. Ich hoffe, dass... Machen wir mal so. Machen wir einfach mal so. So, hier durch. Nicht von diesen merkwürdigen Blitzrothoren erwischen lassen. Wobei, eigentlich... Eigentlich müsste man mit Emma auch noch mal sterben. Wäre interessant. So, jetzt... Jetzt geht hier das Licht an. Warte, ich muss auch noch mal kurz... Ach, man kommt einfach nur nicht durch. Okay, gut. Wie langweilig. Ich dachte, da kommt noch so eine Zerschnetzelorgie. Wie beim kleinen armen Teddy. Ich hab, naja. So. Wir müssten... Wo zum Geier müssen wir hin? Da drüben ist jetzt die Lampe an. So, da drüben ist die Lampe an. Raji. Riesenfragi. Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Okay, gut. Ach, jetzt ist es. Hä? Jetzt ist es andersrum. Jetzt geht die Lampe an, wenn ich auf dem drauf stehe. Okay. Kann der Teddy? Der Teddy steht jetzt auf der Seite. Und wir... Ach, Mann. So. Heißt also... Aber weiter als so ist ja Quark. Und wo soll er jetzt hin? Hmm.
Ist ja jetzt nicht so, als müssen wir jetzt, oder wenn wir jetzt hier stehen, was bringt's? Außerdem können wir uns gar nicht bewegen. Also, wir können ja nicht stehen bleiben. Hä? Hab ich nicht gesehen. Okay, gut. Jetzt ist... Keine Ahnung, was passiert ist. Vielleicht sind jetzt diese Häckselapparate sind jetzt weg. Ja, die Häckselapparate sind jetzt weg. Dann stelle ich mich doch mal eben hier hin. So. Schnell nochmal den Button gedrückt. Und dann sind wir wieder hier. Okay. Gut. Hier raus. Hier einmal hin. Einmal wechseln. Die Lampe müsste... Hier oben müsste die Lampe ausgemacht werden. Glaube ich zumindest. Dann hätten wir da Kernschatten. Das ist aber so richtig. Also, wir müssen da hin. Schafft er das? Schafft er das? Schafft er das? Schafft er das? Uiuiuiui, der war aber schön auf die Kante gesprungen. Wir holen uns den Schlüssel. Wir schließen hier einmal auf. Oh Gott. So, gruselige Fledermäuse. So, dann sind wir hier. Dann müsste ich... Fragi. Überlebe ich den Sprung nach hier unten? Wir probieren es aus. Heilige! Okay, gut. Das habe ich fast... Nein! Das ist Springen. Hui! So! Geil! Und der letzte Kristall. Sehr schön. Ach, sein Träumchen. So! Oh Gott. Okay. Der verschobene alte Wald. Und wir sind immer noch im Garten. Okay, es wird immer herausfordernder. So, wir müssten erst uns mal einen kleinen Überblick verschaffen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Problemchen. Da drüben ist auch noch eine Lichtquelle. Hier drüben ist... Was? Okay, ja gut. Mechanische Riesenameisen mit Laservisieren oder sonst was? Wer weiß. Okay, wir müssten Fenton auf diesen Knopf bringen. Heißt also... So wird es hier nicht funktionieren. So wird es nicht funktionieren. Wir brauchen erstmal nur... Mist, ich hab null drauf geachtet. Es ist spät. Es ist nicht spät, es ist super heiß. Immer diese Ausreden. Ich hab einfach den falschen drauf gedrückt. Die Aufmerksamkeit, die Konzentration, sie leidet massiv. So, hierüber, darüber, auf den Knopf. Die Ventilatoren sind aus. Wir könnten auch hier drüber und hier. Roger, können wir noch irgendwie weiter? Wir lassen uns mal überraschen. So, vielleicht müssen wir jetzt auch rennen. Ich warte mal, bis die kleine süße Ameise hier mal weiter ist. So. Sehr schön. So, heißt also, wir können uns nicht mehr frei bewegen anscheinend. Ich bin mir unsicher. Werden wir jetzt erschossen? Warte. Ich probiere mal kurz was aus. Ich kann das Ding nur ziehen.
Okay, gut, ja. Dann ist mein Ausprobieren ist jetzt auch gerade. Ja. Was? Okay, ich wollte ja auch noch mal Tod von einmal sehen, aber... Oh Gott, was zum Henker? Egal. Okay, gut. Wir schieben jetzt erstmal diese Kiste hier vor die Linse. Es wundert ihn überhaupt nicht. Warum zum... Ich sehe gar nichts mehr. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. So, Fragil, machen wir mal so. Ich glaube, das ist ganz gut. So, guten Tag. Einmal hier rüber, einmal da und einmal dort. Und der letzte Kristall. Das war doch jetzt so im Nachgang war das nicht so unglaublich schwer. Ich habe ein bisschen komisch gedacht, wenn ich ehrlich bin. Was? Nein! Oh, Zombies! Okay, was zum... Das Bild auf der rechten Seite. Oh Gott. Ich dachte wirklich, hinter diesem Schild, da waren ja noch 4 Punkte. Ich dachte, man könnte da noch weiterspielen. Ich hatte so einen leichten Zweifel, weil das Schild hat ja gesagt, irgendwie, das Hauptspiel kommt bald. Irgendwie packt es doch mal schön auf die Wunschliste, was ihr jetzt hiermit unbedingt machen müsst. Natürlich, also schnell zu Steam, einmal die Wunschliste, wenn es euch denn interessiert. Hier wird ja niemand gezwungen. Aber, ja, das war jetzt leider nicht der Fall. Scheibenkleister, ich habe jetzt einfach... Dumm dreist, wie ich bin, habe ich jetzt einfach euch alles vorgespielt. Aber vielleicht, macht es euch ja trotzdem neugierig. Ihr rennt doch mal schön auf Steam, ladet euch die Demo runter, spielt mal selbst. Man muss sich ein bisschen einfuchsen. Und ich habe, ich habe so ein bisschen die Angewohnheit, ein bisschen sehr schwierig und sehr kompliziert zu denken. Und dann stelle ich mir irgendwie selbst immer die Beine. Ja. Weil man einfach immer alles merkwürdig zerdenkt. Naja. So. Nobody is perfect. Und dieses Spiel scheint mir aber nah dran zu sein. Für den täglichen, kurzweiligen Rätselspaß mit ein bisschen... Ja, es war jetzt ja unbedingt kein Kinderspiel. Allein von den Hintergründen und von den Toten. Ja. Wir können uns auf etwas gefasst machen, habe ich das Gefühl. Es wird wohl auch ein bisschen finster werden. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Wie ich mir das Gehirn hier zermarter bei 5 Millionen Grad in meiner kleinen Butze. So. Ja, nicht vergessen, die Steam-Spielewochen sind noch bis zum 22. Spielewochen. Ich wünsche, es wäre so die Woche, die mickrige, mäklige, kleine Winzwoche. Noch bis zum 22. Also schnell zu Steam, hart runtergeladen, alles was geht und mal selber alles ausprobiert. So, ich hoffe, ihr habt noch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.